Geronimo! Und was ist das alles? Das ist aber kein Zeitlimit, zumindest bisher noch nicht. Jetzt müssen wir das Licht hier durch die Halle bewegen. Die Frage ist nur, wo muss es hin? Die können wir jetzt nämlich drehen. Ah, dann mal los. Das Ding, das sie hält, das ist ein Prisma. So, drehen wir jetzt auf die Statue. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Du hattest recht. Klar hatte ich das. Womit? Mit dem, was du gesagt hast, da wo die Statuen und Äxte waren. Dass aller guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks, das Licht teilte sich in drei Strahlen auf und Shivas drittes auf. Oh, ich habe gar nicht gesehen. Das hat gar nicht gesehen. Dass das sich hier schon in drei aufgeteilt hat, quasi. Ja. Die gerade abgestürzt? So sah es zumindest aus. Das Licht trifft die Statue, aber nichts passiert. Ja, weil die nicht richtig ausgerichtet ist. Meine Güte, das ist jetzt nicht unbedingt Raketenwissenschaft. Muss doch hier auch noch ran. Schau hoch, die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. Na so? Bist du so nett? Bin dir weit voraus. Du bist eine Heldin, Nadine. Du bist, also... Ich kann's nicht anders sagen. Okay. Das hätte auch von der Position, wo ich sie hingestellt hatte, funktioniert. Würde ich nur mal anmerken. Wir brauchen gleich einen langen Weg gehen, aber das sieht doch sehr nach irgendwelchen. Was für Geräusche, ey. Das sieht doch sehr nach irgendwelchen Barrikaden für Schussgefechte aus hier dann noch, oder? Wollen wir wetten, dass wir hier gleich kämpfen müssen? Bevor wir diesen Raum verlassen, haben wir noch ein Feuergefecht. Das ist jetzt meine Prophezeiung. Halt. Diesmal habe ich dazu gelernt. Diesmal gucken wir erst, ob die Figur richtig steht. Alles klar. Guck mal, steht nämlich nicht richtig. Ja, das habe ich mir eben schon gedacht. Diesmal müssen wir was anders machen. Oh nein. Und das ist immer frech. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Ja klar, du stellst dich jetzt dahin und ich muss die ganze Arbeit machen. Moment. Hast du das? Ja. Ich muss jetzt aber nicht Nadine drehen, oder? So, sie steht da und hält das hoch. Und ich drehe unten den Wagen hin und her. Kann ich den Wagen drehen? Das finde ich jetzt total cool. Aber erst mal ein Foto. Echt jetzt? Echt? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gern den Wagen noch gedreht. Das hätte ich jetzt tatsächlich total cool gefunden. Und dann irgendwie so einen schnippischen Kommentar dazu. Ja, vielen Dank.
Ja, da, 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 da. Okay, da ist was passiert. Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe. Jetzt gucken wir erstmal. Warte, halt noch eine Sekunde still. All das Wasser. Das ist ein Reinigungsritual. Was ist los? Oh, du kannst den Spiegel jetzt hinlegen. Scheiße. Sie haben uns gefunden. Mach dich bereit. Shit. Das ist so die Stelle, wo ich jetzt sagen würde, ich hab's ja gesagt, aber... Geht schon, los! Ich hab's ja gesagt. Uah, eieieiei, uah, ja, Nadine macht das schon. Hey! Wertvolles Kulturgut, was ihr hier zerstört. Wo ist der Raketenwerfer? Oh, ein Harbinger Präzisionsgewehr, warte mal. Damit kann man doch bestimmt irgendwas anfangen. Die aufgescheuchten Hühnchen rennen jetzt los hier. Ja, okay. War schon mal besser im Zielen. So. Was das? Nein, da steht noch einer mit. Der Sausack, der dachte wohl, ich merke das nicht, wa? Schleicht er sich da einfach mit dem neuen Raketenwerfer an. Wird das jetzt eigentlich ewig so weitergehen? Oder haben wir es jetzt? Ein Weg, das herauszufinden. Aber erstmal die Granate, die ich vorhin verschwendet habe, wieder einsammeln. Ja, warum steht sie hier? Weil es noch nicht vorbei ist, natürlich. Wo kommt ihr jetzt eigentlich alle her? Ja, ich habe den Eingang, durch den ihr diesen Raum betreten habt, den habe ich genauestens beobachtet. Und da ist auch schon wieder so ein Raketenwerfer-Typ, ne? Da drüben steht gar kein Raketenwerfer. Ja.
So, hier ist er weg. Kannst vielleicht zwei von haben. Manchmal klappt das ja doch echt ganz gut dann. So, hier ist noch eine Granate. Da ist eine Granate. Das ist doch noch eine Granate da. Ja, genau. Ich will halt die Granate haben, ne? Die Krivosk XS. Ist das eine vernünftige Waffe? So, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall einmal benutzt. Jetzt gehe ich aber auf das Mikromaschinengewehr. Das halte ich insgesamt tatsächlich für oh, ja, 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 ja. So, einfach hier rüber. Will ja da letztendlich auch nochmal sicher gehen. Ich weiß nicht, ob man da sonst noch rüberkommt. Ah gut, dafür sind diese Schwinghaken für das Seil im Zweifelsfall, ne? Das hättest du lieber nicht tun sollen. Hast du recht. Ja, ich bin jetzt so überlegen, ob wir die Waffe wechseln. Aber die Schrotflinte möchte ich eigentlich nicht. Ich meine, ich mag zwar insgesamt so die Shotgun als Waffe. Aber die ist mir für meinen Spielstil in Uncharted so ein bisschen zu short range. Nehmen wir lieber Typ 95, ja? So, die sind alle hier rüber gesprungen, ne? Machen wir das doch auch, oder? Hey! Nein, 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 nein! Ah. War schon so, als ich hierher gekommen bin, ich schwör's. Hallo! Mensch, cool, dass du hier bist. Oh, ein ganz schön heftiger Stoß. Ich hab mir Sorgen gemacht. Gerade über dich geredet, mein Freund. Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten. Trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Verdammt. Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Was zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Klar. Die Lorbeeren nehme ich. Schon irgendwie beeindruckend. Bringen wir es zu Ende. Okay, okay. Also, Nadine Ross. Sprich mich nicht an. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair.
Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Okay, also wenn die drei dann gemeinsam weiterziehen, dann wird das eine sehr interessante Dynamik, glaube ich. Kannst gerne noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich. Oh, ich hoffe, die drei ziehen noch zusammen weiter. Bitte, bitte, bitte lass die drei noch zusammen hier weiter durchziehen. Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt, die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach um... Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht! Um Rätsel gebeten. Tja, hier haben wir eins. Hier ist nichts. Du hältst mich besser nicht hin. Hier ist wirklich nichts. Ich meine, doch, hier ist was. Shiva und Parashurama. Und was haben wir hier? Parashurama und Ganesha. Und jetzt? Und jetzt? Warte mal. Ja. Chloe, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Oh mein Gott, nein, 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 bitte. Oh, bitte nicht. Oh, bitte lass das nicht so kompliziert sein, wie ich das gerade befürchte. Meine Geduld auf die Probe. Tatsächlich glaube ich, es ist nicht so kompliziert, wie ich es befürchte. Warte mal. Das ging tatsächlich relativ simpel. Er ergibt sich. Sie wird gleich fallen. Ruhe! Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt.
Juliana mit dem... Ach. Warte, warte, warte. Die Arme müssen nach oben. Nach unten. Das war alle, ne? Was machst du da? Still sein und zusehen. Er ergibt sich. Er ergab sich. So, kann ich da auch irgendwas verstellen? Er hat sich doch jetzt ergeben, oder? Alles okay? Ja. Klar. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Das ist nicht sehr nett. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Und das ist auch die Stelle, wo ich mir einen wunderbaren Cliffhanger für die aktuelle Folge vorstellen kann. Ich bereue gerade eine ganze Menge. Deswegen sag ich schon mal ciao. Ich habe mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Weißt du, ich freue mich auch nicht gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren.